Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da, würde mich wirklich mega freuen. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Auch im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und als Highlight haben wir heute einen neuen Skin drin, und zwar den Himmelsjäger für 2000 V-Bucks. Ein neuer legendärer Skin, der gefällt mir richtig gut. Er hat einen grauen Mantel, eine grüne Gasmaske und auf dem Rücken noch so zwei Gasflaschen. Besonders gefallen mir an dem Skin die ganzen kleinen Details, zum Beispiel die kleinen Ausbesserungen im Mantel, wie zum Beispiel hier die Stelle, die genäht wurde, oder auch dieses kleine Messer, was unten im Stiefel drin steckt. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Außerdem werde ich, wie eigentlich fast immer, wenn ein neuer cooler Skin rauskommt, diesen auch verlosen. Das bedeutet, ich verlose heute wieder 2000 V-Bucks, wovon ihr euch dann den Skin hier holen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, um die 2000 V-Bucks zu gewinnen, ist ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und in die Kommentare einen Hashtag Himmelsjäger zu schreiben. Und ja, schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Außerdem haben wir heute passend zum Himmelsjäger noch eine neue Hacke bekommen, und zwar die Propellerhacke für 800 V-Bucks. Das ist im Grunde so ein kleiner Propeller auf einem Stab drauf. Finde ich ganz lustig, vor allen Dingen auch, dass dieser Propeller sich dreht und dabei immer schneller wird. Und 800 V-Bucks sind dafür auch ein richtig guter Preis, also die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Damit kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir wieder den Auferweckt-Emote drin für 800 V-Bucks. Ich zeige ihn einfach mal kurz. Ein cooler Emote und gerade so als Siegestanz benutze ich den sogar recht gerne. Besonders diese Dubstep-Musik ist halt etwas außergewöhnlicher, weswegen ich den Emote auf jeden Fall feiere. Im nächsten Slot haben wir dann den Farbenbomber für 1200 V-Bucks. Ein extrem beliebter Skin und gerade mit dem Backpack vom Farbenkanonier sieht der richtig gut aus. Im letzten Slot der ersten Reihe haben wir dann den Eisbrecher für 500 V-Bucks. Eine kleine Schaufel passend zu den ganzen Arctic-Skins. Mir gefällt die recht gut und ich spiele sie sogar auch mit dem Raptor-Skin recht gerne, also die kann ich ebenfalls sehr empfehlen. In der zweiten Reihe haben wir dann das Chrome-Outfit für 1200 V-Bucks. Diese Idee mit den Robotern bzw. Cyborgs finde ich richtig cool und glaube, das hätte man sogar noch weiter ausbauen können. Dementsprechend finde ich eigentlich auch den Skin ziemlich cool. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist das T-Shirt, dass das halt so grün-gelb gestreift ist. Ich glaube, wenn es in einer anderen Farbe gewesen wäre, wäre der Skin wesentlich cooler gewesen. Zum Beispiel hätte das T-Shirt einfach in der Farbe sein können, wie die Handschuhe hier sind. Ich glaube, in diesem Grau-Blau hätte es wesentlich cooler ausgeschaut und der Skin hätte einfach viel heftiger und viel, ich weiß nicht, böser ausgeschaut. Ich glaube, dann hätten sich den auf jeden Fall mehr Leute gekauft. Als nächstes haben wir dann den Verwirrt-Emote für 500 V-Bucks. Den finde ich eher etwas überflüssig. Ich glaube, den haben sich auch nicht so besonders viele Leute geholt. 500 V-Bucks ist auch ein extrem heftiger Preis, wenn man überlegt, dass der doch so simpel ist. Ich glaube, da kann man mit den 500 V-Bucks auf jeden Fall besseres anfangen, als sich diesen Emote zu holen. Ich habe ihn mir zwar gekauft, aber eigentlich auch nur aus dem Grund, weil ich ja die ganzen Emotes sammle. Ich habe ja jeden Emote, den es aktuell gibt. Und ja, da muss ich mir den natürlich auch holen. Aber finde ich trotzdem ein bisschen teuer. Also ich glaube, den würde ich eher nicht empfehlen. Im letzten Slot des heutigen Tages haben wir wieder den Taxigleiter für 500 V-Bucks. 500 V-Bucks ist dafür eigentlich ganz okay. Ich finde ihn jetzt nicht extrem cool, also ich spiele nicht so besonders gerne, aber es ist jetzt auf jeden Fall kein schlechter Gleiter. Er ist aufwendiger und besser gemacht als die meisten Standardgleiter. Deswegen kann ich ihn gerade noch so empfehlen. Das war's dann zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und denkt doch unbedingt daran, am Giveaway teilzunehmen. Ich verlose ja hier die 2000 V-Bucks für den Himmelsjäger. Also, falls ihr den gewinnen wollt, einfach unten auf Abonnieren klicken, ein Like da lassen und einen Kommentar mit dem Hashtag Himmelsjäger unten in die Kommentare schreiben. Ja, und schon nehmt am Giveaway teil. Außerdem könnt ihr natürlich jetzt wieder rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Und natürlich möchte ich auch noch das Giveaway von gestern auflösen. Da hatte ich ja ebenfalls 2000 V-Bucks verlost und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Mr. BastiXD. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich werde dir jetzt gleich deinen Code zuschicken und wünsche dir dann ganz viel Spaß mit deinem Gewinn. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Und wenn ihr zufällig mit Freunden zum Beispiel eine WhatsApp- oder eine Discord-Gruppe habt, dann würde es mich mega freuen und supporten, wenn ihr auch das Video mal mit denen teilen würdet. Also, dass die auch jeden Morgen wissen, was so Neues im Daily Shop drin ist. Damit macht's gut, haut rein und bis morgen. Tschüss.